liebe Zuschauer und herzlich willkommen zum ersten Motovlog. In diesem Motovlog geht es um Vor- und Nachteile vom TÜV-Fahren zum Auto. Und ja, ich denke mal, wir fangen schon mal an mit den Nachteilen. Und zwar ist ein ganz grosser Nachteil beim TÜV-Fahren schlechtes Bremsen und Ausweichen. Also zum Beispiel, wenn du durch den Wald fährst und es kommt ein Tier oder was auch immer, rennt über die Straße, habe ich immer Angst, dass du halt nicht gut kannst bremsen und nicht gut ausweichen. Beim Auto ist das kein Problem. Außerdem kommt da gerade das nächste Thema, keine Knautschzone. Also ich meine, als TÜV-Fahrer musst du immer extrem, also wirklich extrem schauen, nicht nur auf was du machst, sondern auch was die anderen machen, weil du wirklich sehr schnell kann dir etwas passieren. Weil du ja wirklich nicht geschützt bist. Du hast keinen Stahlkäfig um dich herum. Ja, da haben wir schon das dritte, und zwar Motorradkleider. Ich habe immer Motorradkleider an, aber da ist halt das Problem, dass du sehr, sehr schnell heiß hast mit den TÜV-Kleidern. Ja, das heisst, du bist auch am Wetter ausgesetzt. Ich bin jetzt diese Woche mal mit dem TÜV arbeiten. Da hat's am Morgen, ich habe gewusst, dass es am Nachmittag schönes Wetter ist. Am Morgen hat es leider ein bisschen geregnet. Verspritzt halt den ganzen TÜV und deine Kleider, alles ist halt dann nass. Und das letzte von den Nachteilen ist weniger Stauraum. Also wenn du irgendwie in die Ferien gehst oder so, du hast halt nicht viel Platz. Genau, Vorteil dafür, was ganz geil ist, geringere Kosten. Also das heisst, der Spritverbrauch, ich meine, bei meinem letzten TÜV habe ich 600 km machen mit einer Tankfüllung. Das war ein bisschen mehr als 1 Liter. Das ist aber sehr, sehr wenig. Dann hast du aber auch die Anschaffung. Ich meine, so ein TÜV ist nicht unbedingt teuer. Unterhalt ist auch nicht unbedingt teuer. Was halt wirklich geil ist dann, ist, du hast ein zügiges Überholen. Also, du kannst auch schnell vom Lichtsignal wegkommen. Du bist auch näher an der Natur und am Geschehen. Also, jede Fahrt ist eigentlich ein Highlight beim TÜV-Fahren. Und ja, das sind eigentlich schon die Vor- und Nachteile, was mir jetzt so spontan in den Sinn kommt. Wenn ihr Vorschläge habt für einen zweiten Teil von der Vor- und Nachteil, schreibt es doch gerne in die Kommentare oder wenn ihr sonst einen Vorschlag für ein Video habt. Würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Euer Obscuro 94. Ciao miteinander.